Herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Heute gibt es alle Informationen zum bevorstehenden Heimspiel des Cashpoint SCA Altach. Eindrücke der 63. Eugen-Russ-Ausfahrt auf dem Bodensee. Sowie die News, Sport- und Wetterinformationen. Cashpoint SCA Altach gegen Mattersburg steht am Samstag auf dem Programm. Gegen die Burgenländer soll der vierte Heimsieg im vierten Spiel eingefahren werden. Die lange Zeit des Wartens ist vorbei. Nach 4 Wochen Pause bestreitet der SCA Altach am Samstagabend endlich wieder ein Bundesliga-Heimspiel. Gegner in der Cashpoint Arena ist der SV Mattersburg. Und nach 2 Auswärtsniederlagen brennt das Team rund um Coach Damir Kennedy auf die nächsten 3 Punkte. Ja, was uns die ersten Wochen ausgezeichnet hat, waren sicherlich, dass wir oft zu Null gespielt haben, dass wir die Spiele, auch enge Spiele, gewinnen konnten mit 1-0. Diesmal war es auswärts leider nicht möglich, dass wir die Null halten, dass wir hinten sehr kompakt sind, also so kompakt sind, dass wir dann mit unseren Auswärtstreffen auch Punkte mitnehmen hätten können. Es waren definitiv für mich zwischen 2 und 4 Punkte Minimum drinnen in diesen 2 Auswärtsspielen. Und deswegen ist das sehr ärgerlich für uns, dass wir da nicht mehr mitnehmen haben können. Und jetzt heißt es für uns einmal wieder Punkte machen, stabil zu sein, wenig Torschancen und Tore zuzulassen und dann nach vorne auch schauen, dass man das nötige Tor erzielt, um das Spiel zu gewinnen. In der Defensive gilt Torhüter Andreas Luxe als großer Rückhalt. Nach seinem Abstecher zum ÖFB-Nationalteam freut sich der Altach-Keeper auf den nächsten Einsatz, auch wenn Luxe mit einem schweren Gegner rechnet. Ja, Mattersburg, meiner Meinung nach haben sie viel zu wenig Punkte, wenn man jetzt die gezeigten Leistungen hernimmt. Also sie haben gerade das letzte Spiel gegen St. Pölten klar dominiert, müssen überlegen gewinnen und ja, schießen im Moment vorne zu wenig Tore. Es wird wie immer ein sehr enges Spiel zwischen Altach und Mattersburg. Trotzdem glaube ich, sollten wir die Favoritenrolle annehmen, vor allem hier zu Hause im Schnabelholz. Und ja, man wird schauen, es wird ein enges Spiel werden, aber ich glaube, wir können als Sieger vom Platz gehen. 3 Punkte sind also fix eingeplant. Spielbeginn zur Partie SC Altach gegen SV Mattersburg ist am Samstagabend um 18.30 Uhr. Dabei wird auch das Team ein wenig umgebaut. Fehlen werden bei den Altachern die verletzten Haarer, Zwischenbrucker Eigner Schilling und der gesperrte Salomon. Dafür scheint Youngster Gabriel Lüchinger von den Amateuren zum ersten Mal im Profikader auf. Soweit zur Pressekonferenz des Cashpoint SC Altach und bei uns geht es weiter mit den Meldungen des Tages. Viele junge Flüchtlinge wissen nicht, in welchem Land sie sich befinden. Wie sollen sie da wissen, wie sie sich zu verhalten haben, sagt der Vorarlberger Polizist Oliver Gross. Gemeinsam mit der Landespolizeidirektion hat er deshalb das Projekt Präventive Rechtsaufklärung ins Leben gerufen. 166 junge Asylwerber haben so bereits erfahren, an welche Regeln sie sich hierzulande halten müssen. Organisiert wird die präventive Rechtsaufklärung von der Caritas und dem Institut für Sozialdienste, die sich um den Großteil der derzeit 204 unbegleiteten Jugendlichen Flüchtlinge im Vorarlberg kümmern. Der Vorarlberger Strumpfkonzern Wolfort hat seine Verluste im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2016-2017 spürbar ausgeweitet. Der Nettoverlust vergrößerte sich massiv von 2,55 Millionen auf 8,22 Millionen Euro, wie der Konzern heute mitteilte. Der Umsatz brach gegenüber der Vorjahresperiode um 18% auf 27,74 Millionen Euro ein. Und am kommenden Montag ist die S16 Arlberg-Schnellstraße im Arlberg-Tunnel Schauplatz einer Einsatzübung mit insgesamt 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das bedeutet, ab 18 Uhr wird der Tunnel in beide Fahrtrichtungen gesperrt sein. Bei der Übung wird ein Verkehrsunfall simuliert, der im Gegenverkehrsbereich im längsten Straßentunnel Österreichs zahlreiche Verletzte fordert. Obwohl kein Brand bei der Übung angenommen wird, ist das Szenario doch sehr fordernd. Die Sperre wird am Dienstag um 5 Uhr wieder aufgehoben. Bereits zum 63. Mal fand am Donnerstag die Eugen-Russ-Ausfahrt statt. Über 600 Senioren verbrachten schöne Stunden auf der Sonnenkönigin. Wie jedes Jahr fand auch heuer die Eugen-Russ-Ausfahrt Anfang September statt, um älteren Menschen einen besonderen Nachmittag zu gönnen. Zur 63. Ausfahrt der Vorarlberger Nachrichten wurden 600 Senioren aus 32 verschiedenen Alters- und Pflegeheimen aus ganz Vorarlberg zur geselligen Ausfahrt auf der Sonnenkönigin rund um den Bodensee eingeladen. Traditionell war auch die Militärmusik Vorarlberg an Bord und sorgte für beste Stimmung. Die Senioren genossen es sichtlich. Ein bisschen Sitte macht. Wenn
ich sehe die mal dabei. Es ist schön. Ich finde, es ist so toll, dass man das im Vorarlberg so macht. Mit den älteren Leuten. Das finde ich einfach toll. Soweit zur Eugen-Russ-Ausfahrt und bei uns geht es weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Am Sonntag jähren sich die Terroranschläge in den USA zum 15. Mal. Wenige Tage nach den Attentaten vom 11. September 2011, bei denen insgesamt fast 3000 Menschen getötet wurden, startete US-Präsident George Bush den Krieg gegen den Terror. Im Rahmen des Pilotprojektes Aktion Tempo 30 haben bereits 7 Vorarlberger Volksschulen das Tempolimit umgesetzt. Und die 5-jährigen Drillinge Celine, Chiara und Luca haben die Ferien satt. Sie freuen sich auf den Kindergarten. Ein Besuch bei Familie Zanetti aus Feldkirch. Wie jeden Freitag gibt es auch heute im Anschluss an die Sendung den Physiotipp der Woche von und mit Alex Fröis. Bleiben Sie also dran. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende. Tschüss. Grüß euch, ich habe jetzt gerade beim Opern die schöne Aussicht genießen, im Christberg im Silbertal. Und wie das Wetter die nächsten Tage ist, zeigen wir euch jetzt. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 15 und 23 Grad. Der Wind weht mit 7 km/h aus Südost. Der Samstag bietet zunächst strahlend sonniges, spätsommerlich warmes Wetter. Am Nachmittag kommt die Quellwolkenbildung etwas kräftiger in Schwung, weil die Luftmasse labiler wird. Die Gewitterreste und Quellwolken fallen am Abend wieder in sich zusammen. Der Sonntag wird sonnig, später gibt es Quellwolken und lokale Schauer oder ein Gewitter. Am Montag ist es sonnig und stabil. Quellwolken bleiben klein und harmlos. Am Dienstag ist es heiter bei 17 bis 26 Grad. Hallo, Marina und Alex begrüßen Sie wieder zum Physiotipp der Woche. Heute reden wir über die seitliche Bauchmuskulatur. Ganz ein wichtiger Muskel im Bereich des Korsetts vom Rumpf. Wir haben die vordere Bauchmuskulatur, wir haben den Rücken und die seitliche Bauchmuskulatur. Gemeinsam bilden sie das Korsett von der Lendenwirbelsäule und vom Rumpfbereich. Extrem wichtige Muskeln sind die seitlichen Bauchmuskeln. Die können wir ganz einfach zu Hause trainieren. Mit unserem Lieblingsspielzeug natürlich wieder. Marina, du kannst mir auf die Seite liegen. Ausgangslage ist die Seitenlage. Der Ball wird zwischen den Beinen platziert. Der Oberkörper bleibt als Punktum fixum liegen und der mobile Punkt, das heißt der untere Bereich, wird vom Boden weggehoben. Genau. Wir haben jetzt eine Superkräftigung von der seitlichen Bauchmuskulatur. Wir haben immer noch eine Steigerungsmöglichkeit, während die Marina schwitzt, indem wir den Hebel vergrößern, das heißt das Gewicht weiter unten bei den Füßen platzieren. Und dann schauen wir, wie sie den tut. Perfekt. Üben Sie das Ganze am besten wieder jeden Tag. Ich freue mich, bis es wieder heißt Physiotipp der Woche. Ciao, euer Alex.